Hast du schon die Flagge angenommen, Björn? Nö. Bin hier noch mit den Einstellungen rum. Aber Robert, wir können ja jetzt für unsere eigene Gilde fahren. Freut mich für euch. Dessen, wie ich mich für andere freuen kann. Hast du eine Lagerkiste gekauft? Ich hab noch gar nichts gemacht, Robert. Du hast noch gar nichts gemacht. Ich bin hier gleich auf den Steg ein, ey. Jetzt. Ich steh jetzt an. Dann geh ich mal einkaufen. Gut, dass ich jetzt erst deine Nachricht gekriegt hab. Ja, perfekt. Funktioniert irgendwie. Hast du sie jetzt erst gekriegt oder jetzt erst gelesen? Ich habe sie jetzt erst gekriegt. Okay, strange. Ja, die musste wahrscheinlich vorher noch von verschiedenen Diensten erst auch wenn gelesen werden so und genehmigt worden. Rechtes Gedankengut schickst. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Zeit irgendwelche tollen Party-Songs mit lustigen Texten. Viel schlimmer. Viel schlimmer, was der gemacht hat. Noch schlimmer. Gib mir seine Wahlpropaganda. Ist er auf dem AfD-Werbezug unterwegs, oder was? Nein. Ich hab einfach nur von dem Wahlomat das Ergebnis Screenshot gemacht und ihm geschickt. Ah ja, hätte ich jetzt auch behauptet. Aber beim ersten Mal, als ich Wahlomat ausgefüllt habe, habe ich auf Ergebnis geklickt und dann hat er erstmal alle meine Antworten wieder zurückgesetzt. Nein. Weiß ich nicht, ob ihm da meine Antworten nicht gefallen haben. Ja, Robert, du bist schon ein Typ, sagen wir es jetzt mal so, freundlich ausgedrückt. Bis okay. Oben die Nazis und dann die Linken gleich auf zweiter Stelle, das kriegen nur wenige hin. Und hinten auch Fässer? Nee. Ja, ja, hier sind überall welche los. Ja, aber hier hinten auf dem Steg sind keine. Bei der Ollen da hinten. Bei den Herrschern halt. Da drüben sehe ich noch welche. Hier sind überall und die ganze Kaschemie auch. Die habe ich schon. Hoffe ich. Hinten rum. Du kannst um die Kneipe noch drum rumlaufen. Ja, ja, die habe ich gerade eingesackt. Die habe ich alle jetzt gerade leer gemacht. Da bin ich definitiv mit der Lagerkiste rum. Ja, dann gucken wir in die Lagerkiste rein. Ja, die ist nicht voll. Ich habe gerade reingeguckt. Voll mit Gerümpel wahrscheinlich. Ja, aber noch nicht voll. Ich mache denn überhaupt? Dinge. Weiß ich nicht. Ist ja gar nichts los auf dem Server, oder? Ja, ist ja okay. Ist wie eine Reaper-Truhe, aber keine Events. Achso, das meinst du. Ich dachte jetzt, du meinst Spieler. Sind die nicht unterwegs? Na, Spieler werden schon irgendwo sein. Was ist denn das hier? Freaky Dusty? Was? Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Junge. Naja, 41 Kanonenkugeln habe ich gefunden. Tja. Ist ja schon mal ein Anfang, würde ich sagen. 5 Minuten Kampf.
Weniger. Ja, aber du weißt, dass wir neulich eine Gallione in 3 Minuten zerlegt haben. Ja, es waren irgendwelche Bobs, Alter, die das Schiff Ja. steuern konnten. Trotzdem. Ganz arme Kerle waren das. Kurz vorm Aufgeben waren die. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, die letzten Male, wo man versenkt worden hat, hat uns die überlegene Supply-Situation jetzt auch nicht unbedingt Nee. Den Arsch gerettet. Nee. Also. Aber ich sag mal, es schadet nicht, wenn man Supplies hat. Wo fahren wir denn hin? Keine Ahnung. Was wollen wir denn machen? Keine Ahnung. Also von mir aus können wir auch. Sind wir überhaupt kartentechnisch? Wir sind. Tja. Sanctuary. Ja, tja, tja, tja. Ganz schön weit im Norden. Hm. Ja. Hm. Wollen wir mal. Eine Seefahrt für Athenas Segen machen. Ja, machen. Bist du schon Level 15? Ja, noch nicht vollständig. Oder 15 bringt uns gar nichts. 20 ist das nächste erst. Ich bin Level 15, aber ich glaube, ich muss mir das erst abholen. Ne, so eine scheiß Dingsbums hier will ich nicht mehr. Eine leere gerne suchen nach verfluchten Schätzen. Wollen wir das machen? Können wir machen. 3 Uhren. Jo. Oder ein Schädel des Achso. Schicksals. Wollen wir erstmal Schädel des Schicksals? Komm, wir machen erstmal Schädel des Schicksals. Ja. Was? Das ist aber jetzt nicht das mit dem einen Ding, oder? Doch. Ja, doch, mit dem einen. Ja, aber da ist doch das mit den Seefors deutlich besser, oder nicht? Was? Naja, das geht auch schneller und. Das ist ja das mit diesem komischen Kompass hier. Ja, aber ich will nicht immer zu sich Schilfhorst machen. Ja, okay. Dann wir müssen aber ein hart Backboard. Andere Richtung. Mach mal Richtung Westen oder so. Das ist doch bestimmt wieder so eine ganz kleine Insel. Das kann doch hier nicht weit weg sein. Ich glaube, wir müssen sogar. Ja, ich glaube, wir müssen sogar fast Richtung Südwesten. Mhm. Jetzt stimmt's, glaube ich. Ja, ich sehe zwei Master da vorne, der legt gerade ab. Mhm. Und wie heißt das Kaff? Port, Port Merrick. Ja. Wollen wir mal ein Gefecht machen? Ja. 5 Minuten Gefecht. Da drüben ist noch eine Dings, ne? Ne was? Ne, ein Fort. Also so ein Fort auf der Dämme, so eine Insel, wo man einsacken könnte. Was leuchtet denn da drüben an dem Felsen so? Spiegelt sich irgendwie das Mondlicht. Wo? Da drüben, ja. Links. Meinst du, ist da vorne die kleine Insel schon, auf die ja, wir gerade direkt zufahren? Ja. Oder irgendwas dahinter, aber dahinter kenne ich gar nicht mehr. Na, könnte auch rechts dahinter die große Insel sein. Ja. Wo sind da zwei Master hin? Das ist gar keine Events. Echt ausgelockt. Ich hätte halt mal Bock auf einem Aschewirbel oder sowas. Naja, wenn wir Level 20 sind bei Athenas Segen. Ja. Oh, das war ein bisschen schnell gebremst hier. Schaffen wir heute nicht mehr. Nee. Ich bin. Geh mal kurz da drüben an die. An Land. Mhm. Oder ist ein Aschelord dort?
Ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Ach Quatsch. Die Hühnchen-Check-Hier. Der Schaluppe ist ja das Ding hier. Ich habe da mal mit Hilfe der Insel gebremst. Herzlichen Dank. Ist die 6000 Euro so lange gehalten? Das wundert mich jetzt allerdings, warum doch für unsere eigene Oh nein. Oh. So, jetzt kommen wir definitiv auf einen anderen Server, wo mehr los ist. Ja, 100 Pro. Wahrscheinlich haben wir gleich mal 5 Reaper auf der. Jawohl, natürlich. Echt? Na klar. Reaper Stufe 5 und gleich noch so ein Spinner irgendwo. Ja. Wäre ja auch zu leicht gewesen. So, das ist aber nicht hier. Nee, aber hoffentlich ist der Aschelord noch da. Na. Da steht auf jeden Fall irgendwas. Aber es sieht aus wie normale Skelette. Ja, der gelöscht. Du hast einen Aschelord, ja? Ich hab's gar nicht gesehen. Dann hier noch mit so einem, diese komischen Meerjungfrau. Ja, das da was stand, habe ich gesehen, aber nicht gesehen, was es war. Windows ist Server gewipe, ey. Hier vorne sind noch Kanonenkugeln drin. Noch Fressalien drin, aber. Ne, Kanonenkugel war auch in einer noch. Ja, ja. Ich hatte sie nicht alle aufgebraucht. Ja, dann lass uns mal zum nächsten. Ja. Ich rüste mich mal aus, sicherheitshalber. Irgendwas? Ne, ja, wenn jetzt hier Reaper und sonst was alles unterwegs ist. Insel ist total nackig, Alter. Hier ist nicht mal irgendwas gespawnt. Ach, sowas. Ich hab gerade schon Gas gegeben, ne? Oder ich habe hier eigentlich Lebensenergie verloren. Ein Skelett vielleicht? Ah ja, das kann sein, stimmt. Vielleicht hat mich das eine Skelett erwischt. Okay, der Reaper fährt Richtung Rote See sozusagen. Rote See? Naja, er fährt zum Kattenrand. Achso, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte schon, er ist ein echter Pirat und sticht auch in Rote See. Helden ist ein Vor, das können wir eigentlich auch gleich mitnehmen, oder? Ja, bringt uns auf jeden Fall was für Athenes Segen. Ja, uns ist die Insel hier vorne. Kein Im Prinzip, Cove. Wenn wir dann hier gebuddelt haben und das Vor mitgenommen haben, können wir direkt den Port Merrick verkaufen erstmal wieder. Ja. Dass wir nicht so viel Beute an Bord haben. Sollten wir vielleicht, ja, links. Können ja links hier auch halten. Ja, das ist glaube ich sogar eher links der Insel. Ich hab's. Also, ich stehe direkt drauf. Oder auch nicht. Doch.
Ach, kommst du mit an Bord? Mit auf die Insel? So. Ja, ja. Denn hier spawnen gleich diese komischen Kreuze. Der ist noch nicht, der ist blau. Das ist eine helfende Farbe. Rot, rot, rot. Und er? Nicht die gleiche Farbe? Doch. Ach komm, Alter, gib mir doch den Scheiß-Säbel in die Hand. Was soll ich denn noch klicken? Wir drücken auf die 1. Oh, ich hab eine Lagerkiste gefunden. Ja, es hat aber nicht zu Level 16 gereicht. Hat überhaupt nicht weitergezählt, oder? Na doch, er hat gerade angezeigt, dass es was für die Gilde gegeben hat, aber es war wieder mal im homöopathischen Bereich. Oh, warte mal kurz, ich muss mal kurz Fenster zumachen. Okay, dann mache ich mal kurz hier die Skelette rum, weg, die hier rumrennen oder spawnen. Ja, aber ich würde sagen, was? Hier vorne ist ein Schatz, Robert. Okay, ja, hol ich gleich. Falls wir das, also wir machen das vor da drüben auf jeden Fall, dieses Meeresvor. Aber falls da keine Kanonenkugeln sein sollten, würde ich sagen, machen wir trotzdem nochmal so eine Athena-Seefahrt mit so einem Meeresvor, einfach um die 150 Kanonenkugeln mitzunehmen. Mhm. Wo ist es, wo du bist, oder was? Ja, hier. Jetzt glaube ich, ist das eine Aschetruhe? Ich glaube ja. Mhm. Ja, aber es. Na, ist aber keine zum Aufmachen. Aschgraue Truhe des Seefahrers. Ah, okay. Einfach so. Ja, ja, ja. Eine aschgraue Truhe. Nochmal kurz auf die andere Seite hier gehen und die. Kisten und Kästen hier oben looten. Macht es. Wäre ein Boot hinten dran, ja, ne? So ein kleines Beiboot? Ja, mit Harpune. Okay. Hier ist noch eine Lagerkiste hier drüben. Okay. Dann hole ich die. Oder soll ich mit dem Boot rüberfahren? Kannst du mit dem Boot hier rüberfahren? Ja, ich heb's mal auf. Ja, ist auch toll. Was haben wir denn jetzt 10 bekommen? 10. Und diese blauen 10. Münzen? Ja. Habe ich eben schon bekommen bei der anderen Insel. Keine Ahnung, was das war. Ja, was ist denn das? Ah, Munitionssäckchen.
War den ganzen Tag draußen und hatte keine Mütze auf. Jetzt habe ich übelst einen Sonnenbrand im Gesicht. Ja. War ich so sonnig heute? Ja, heute war es echt sonnig. Und es war auch schon relativ warm. Ja, was heißt relativ für Mai? Ja, es war so warm, dass ich geschwitzt habe. Und die denn hier? Ein Oh Sprengfass dahin legen. Lauf! Na toll. Ich habe das Sprengfass offenbar nicht getroffen. gut, es gibt ja nichts mehr, wenn ich das hier verkaufe. Bringt das ja nichts mehr. Ja, wir könnten es mal kurz an Bord holen, als für einen Fortschritt für die Flagge. Können wir machen, ja. Oder bringt das nichts? Aber nicht. Also, können wir es auch hier lassen. Es gibt wahrscheinlich erst was, wenn du abgibst. Hast du das Boot auch gelootet? Ja, ist alles fertig. Ich leg hier mal eine Dingsbums an, ne? Backup. Die andere lagere ich um. Oh. Was Hab denn? hier Oh, oh, übelst Angst zu gewittern gerade. So, wir ach können so. weiter. Ach so. In der Realität, nicht im Ja. Spiel. Verrückt. Ja, nee, in der Realität. War ja vorhin auch schon wieder amtliche Sturmwarnung bekommen, aber in den meisten Fällen passiert da nicht viel. Oh, Spielerschiff. Ja, dann fahren wir nicht zu dem vor, würde ich sagen. Ja. Ja, bloß dann dreh um, dann fahren wir, gib mir erstmal die Schätze ab. Und holen uns Ne, dann wir eine. können auch links rumfahren zu links zu Port Merrick. Ah ja. Dann fahren wir einmal um die Insel rundherum. Oh, guck mal, da oben ist so eine Schiffswolke. Wollen wir die mal machen? Ja. Wir können ja ganz knapp am Port Merrick vorbei, da spring ich kurz rüber. Und gibst den Schädel ab. Denn viel mehr haben wir ja nicht. Wir haben den Schädel und eine Truhe, ne? Okay, da gebe ich den Schädel ab, ja. Ja, der sollte mehr bringen. Oder wir, je langsamer wir da vorbeifahren, das kannst du sogar beides bekämmern. Ja, theoretisch kann ich ja das Ruder gerade stellen und dann Ja. springe ich auch Dann mit springen wir raus. einfach hinterher, genau. Beziehungsweise wir gehen raus und. Ich sehe die gar nicht mehr an dem Schiff, an dem Ding Ja, da die haben hinten. dahinter angelegt. Naja, ich hab's. Zeigt mir den Namen Ja, an. ist. Ja. Wieso habe ich denn jetzt Fortschritt für Ja, das ist das die Flagge Zeug, was bekommen? wir braten. Das generiert Fortschritt. Was wir braten? Ja. Wir müssen aber da drüben vorbeifahren, ne? Da, wo wir auch verkaufen können. Ja, ich sag doch, du Ja, aber bist. das ist ja krass, wenn wir was braten, dass das Fortschritt Ja, generiert. mit dem Fleuern hier auf das Schiff drauf und lässt den angeln, dann macht er uns hier Stufe selbstständig 5, Level ja. 5, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Ja, es ist so. Wenn wir hier zwei Leute angeln und du fährst die ganze Zeit durch die Kante, du bist ratzfatz. Kann man ja mal überlegen, so eine Angeltour zu machen. Das Schiff Richtung den Tor setzen, ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ist so, die dann Hähnchenschenkel fertig. Nimmst du den Schädel? Ja.
Ja, kann ich machen. Ach scheiße, hier geht's ja nicht raus. Doch, doch, linke Seite müsste es rausgehen. Ach ja, da hinten an der Mauer. So, eigentlich so. So würde ich mal den Kurs lassen. Und ich hoffen, dass wir irgendwo dagegen fahren. Schiff auch. Na, Fortschritt kriegen wir auch, wenn wir verkaufen, das Schiff ist nicht in der Nähe. Ja, wir kriegen keinen Bonus. Ja, wir sind ja auch noch Stufe 1. Achso. Einen Bonus kriegen wir erst ab Stufe 2. Ja, können wir ja kurz hier nochmal looten. Na, ich bin voll. Ich gehe kurz nochmal durch. Vielleicht finde ich nochmal ein bisschen. Ich bräuchte langsam mal hier so einen. Was? Was brauchst du? So einen Teleport-Kollegen. Oder ist das Schiff so langsam, dass das Spiel denkt, dass wir hinterher schwimmen können? Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als würden wir uns an Land hier schneller bewegen, als das Ding hier gerade woher fährt. Ah, da vorne ist mein Teleport-Card. Kettenkugeln, sehr interessant. Bin an Bord. Gut, ich guck nochmal, ob ich hier ein paar geile Zauberkugeln finde. Ich halte jetzt mal direkt auf die Wolke zu, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie war das letzte Mal? Da sind auch ein Haufen Galionen gespawnt, oder? Wie ein Haufen Galionen, ja. Kriegen wir die kleinen? Bei was? Es sind doch immer Galionen, die da spawnen. Das ist doch wie eine Geisterflotte jetzt. Ja, aber halt mit Skelettschiffen. Das weiß ich jetzt nicht. Naja, ich meine, das sind Skelettschiffe, die da spawnen. Halt mal dann sehen, wenn es soweit ist. Da drüben sehe ich auf jeden Fall schon mal ein Spielerschiff und ein Skelett-Galeone. Okay. Aber ob die hier schon zu dem Event gehört, weiß ich nicht. Ich hätte gern irgendwie noch eine Zauberkugel, Leute. Doch nicht so schwierig sein. Wenn mein Assi hier überhaupt, ich sehe ihn überhaupt nicht. Keine Ahnung, aber ich denke, es ist jetzt nicht mehr so sehr weit. Ja, ich komme jetzt oder so gleich zurück. Ich hätte jetzt mal gerne meinen. Ach, der ist bis dahin. Ich latsche doch jetzt nicht, der soll hier vorkommen. Ja, ich stehe hier vorne beim Handelsbund und esse irgendwo hinten beim Herrscher der See. Was soll denn der Kack? Wo ist der? Ah, jetzt hat er auch aufgehört. Wo ist er denn jetzt? Hä? Hallo? Ah, jetzt ist er. Was ist denn das für ein komisches Gewitter? Ein Arschlang blitz mal. Dann hörst du keinen Donner. Ja, dann ist es noch ziemlich weit weg. Ich hab Arbeit. So, ich komm zurück. Typen hier erreich. Ist denn da hinten? Na, die haben auf jeden Fall auch den Athena oder das Athena-Segel. Die Schlacht um die Sea of Thieves, das Bündnis der blutenden Bestie. Okay. Weiß nicht, ob das da drüben dazugehört, schon das Schiff da rechts. Aber ich will mich da jetzt eigentlich nicht unbedingt einmischen. Wir sind ja jetzt mitten im Event eigentlich.
wenn er es gerade angezeigt hat. Aber es könnte durchaus dazugehören, wenn er das ein bisschen weggezogen hat. Ich habe auch Musik. Ich auch. Ein bisschen lower in Kanonenkugeln, oder? Ja, ja. Deswegen wäre das Seefahren nicht schlecht gewesen. Weiß nicht, wir können ja da drüben mal, da waren Supplies, mal durchfahren, gucken. Was war das jetzt? Ist vorbei. Ach, war das schon das letzte Schiff von dem Event, oder was? Ja, dann können wir woanders hinfahren. Links sind Supplies. Aber die sind schon auf. Ja, aber ich will da jetzt auch nicht zu nah hinfahren. Ich will dem jetzt natürlich seinen Loot auch nicht unbedingt streitig machen. Jetzt das Event gerade gemacht hat. Gut, wenn er jetzt gerade Stress sucht, dann. Ja, wenn er Stress sucht, dann haben wir aber trotzdem sehr wenig Munition. Gut, dann können wir jetzt eigentlich zu einem Vortauchen. Der fährt auch für Athenas Segen. Ja, dann lass uns zu einem Vortauchen. Also jetzt. Wir haben ja jetzt keine Schätze mehr an Bord. Und das bringt ja jetzt wenig. Ja, kann ich tauchen. Ja, ich hab's gelesen. Der kann gleich auch nicht mehr tauchen, weil wir direkt da vorne auf die Insel zufahren. Na, vielleicht tauchen wir unter der Insel durch. Guck mal. Da kommt ein anderes Schiff. Das Schiff, das ist Kilometer weit weg. Naja, ist ja wirklich ein Witz. Jetzt. Wenn du verfolgt wirst, kannst du dich da auch so auch gut aus der Affäre ziehen, ne? Wenn das weit genug ist, ja. Dann bist du weg. Vielleicht krieg ich mal einen besseren Server mit einem besseren Ping. So schlecht war der Ping gar nicht. Da vorne das grüne Lichtchen da schon das vor. Dann müsste er theoretisch direkt drauf zufahren. Aber wir sind wieder auf einem Server, wo kein Reaper ist. Mhm.